Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus dem Hilton Hotel in Tallinn. Themen, die wir haben, Lufthansa Airbus A380, 6 Stück werden es jetzt demnächst sein. Damit ist quasi das, was ist es denn dann? Trio ist es ja nicht, sondern es ist das Sextett, glaube ich. Quintett. Latein in der Schule gehabt und so verkackt. Auf jeden Fall ist das Quintett für den Sommer damit voll und die alle 380er, die Lufthansa für den Sommer haben wollte, sind da. Dann haben wir Austrian Airlines, denen widmen wir heute etwas mehr Zeit, weil die Austrian Airlines der A320er mit dem Hageschauer, da hatte ich gestern Anrufe bekommen, oh, wie kann das sein, was ist da passiert, warum haben die das nicht auf dem Radar gesehen, werden wir besprechen. Wir haben dann nochmal einen Zwischenfall in Indien, wo ein A320neo landen wollte, ein 320neo die Landebahn gerade so frei gemacht hat beim Starten, also in dem Abheben. Das war quasi auch nochmal eine sehr knappe Kiste. Und in Hamburg hatten wir wieder jemanden auf dem Vorfeld, ja, ein Passagier, wenn ich das so richtig verstehe, der da nichts zu suchen hatte. Warum Hamburg? Was ist daran so toll am Vorfeld? Wir werden das alles besprechen, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert habt. Aber auch ganz, ganz wichtig, alle Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte, die ihr habt, unten reinschreibt. Ihr könnt natürlich auch hier, die Lampe ist zu weit nach links, also zu rechts für euch, hier quasi so. Da könnt ihr natürlich auch eure Nachrichten schicken. Das geht auch mit FQTTV auf Telegram. Ja, wir sind jetzt auf Telegram, FQTTV. Da könnt ihr das auf Telegram schicken und dann kommt das auch bei mir an. Telegram. Gut. Damit haben wir alles abgearbeitet, was wir an Themen hatten. Danke, dass ihr da wart. Nein, natürlich, es geht mit dem ersten Thema weiter. Und zwar ist das die Lufthansa. Die Lufthansa hat die 380er wieder reaktiviert und der sechste ist gerade wieder aus Manila zurück in Frankfurt gelandet. Dann sagt ihr, Frankfurt, der muss doch nach München. Ja, er wird auch nach München gehen, aber in Frankfurt werden noch mal ein paar Checks gemacht und dann geht das weiter. Und die Delta Alpha India Mike Hotel, so ist die Registrierung der Maschine, ich glaube New York, die ist dann auch bald ab München wieder im Einsatz. Ja, die Maschine kam ja quasi wieder aus Teruel und ja, es ist die New York. Es wird dann die sechste Maschine sein. Die wird dann auch ab Juli, glaube ich, von Flügen München nach New York, Washington, Boston, Los Angeles und Delhi fliegen. Die siebte, nämlich die Delta Alpha India Mike Bravo, die kommt dann auch aus dem manilischen Sommer wieder zurück. Das heißt also, die ist ja gerade erst aus Teruel, aus dem Storage nach Frankfurt und auf dem Weg nach Manila gewesen. Und dann sind 8 Stück da. Der Rest sind ja verkauft worden. Die Hersteller sind quasi, also der Hersteller ist ja nur noch Airbus und immer gewesen für den 380er. Der macht ein Part-Out, heißt also, dass die Teile verkauft werden. Und das ist auch der Grund, warum Carsten Spohr nicht die anderen 6 Stück wiederbeleben kann, weil die Teile einfach weg sind. Und da Teile zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig, wäre aber auch wahrscheinlich teuer. Ja, diese 8 Stück werden dann eingesetzt. Die Mike Delta, Mike Echo, Mike Fox, Mike Golf, Mike India, Mike Juliet sind halt bei der Lufthansa in der Abschussliste gewesen und die werden vielleicht im World Shop kommen. Da gibt es übrigens tolle Sachen. Hab das hier gefunden. Sieht man das? Ja, sieht man. Finde ich cool. Ist aus Plastik. Ist halt nicht dieser normale, also ist auch cool. Kann ich nur empfehlen. Nur so am Rande. Bin nicht bezahlt worden vom World Shop. Und was auch das Schöne ist, die 380er sind auch vor allem keine Übergangslösung, weil man ja in die Kabine investieren will. Man möchte eine neue Business Class einbauen und die erhalten die Vantage XL-Sätze von Thomson Aerospace oder Aero Systems oder Aero, wie sie heißen. Wenn ihr meine Berichterstattung aus Hamburg von der AEX gesehen habt, dann wisst ihr ja auch, wo ich war. Und da war ich gegenüber vom Stand von Thomson, weil wir ja da quasi auch mal reingeschnuppert haben. Gut. Damit haben wir das abgearbeitet und können dann auch direkt zu dem Thema nehmen, was viel Beschäftigung und Aufregung gehabt hat. Das war gestern, als nämlich die Austrian Airlines, und ich will euch mal ein paar Bilder davon zeigen, Folgendes hatte. Da ist die Nase der Bravo Mike. Dann sieht die Nase so ein bisschen so aus, wenn man sich die anguckt. Und zwar ist das so,
Man hat den 320er quasi jetzt als Ausfall, man hat Pech gehabt, die ist in den Hagelschauer gekommen, die Maschine kam aus Palma de Mallorca als Flug von Austrian Airlines der 434 und damit ist es dann so gewesen, dass die Oscar Echo Lima Zulu Quebec quasi einen Partner bekommen hat, der beschädigt worden ist. Das ist die Maschine, die beim Rangierunfall da sich losgemacht hatte und das ist dann von der Registrierung her übrigens, wo habe ich es stehen? Ich habe keine Registrierung für die Maschine, aber die kriege ich, kann ich euch gleich nachliefern. Also auf jeden Fall kam die halt als Auer 434 aus Palma und ich gebe euch noch mal ein paar weitere Bilder, damit ihr da so ein bisschen Eindruck bekommt. Da seht ihr halt wirklich, dass die Nase komplett, das Radom weg ist. Und ich habe noch ein Bild. Hier sieht man das einmal mit dem Cockpit-Bild. Sehr schön. Da gibt es nämlich noch ein Bild, was ich euch geben wollte und zwar das war das Bild von innen, was auch noch mal da schön zeigt, wie das zerbombt ist von innen. Das ist nur die äußere Schicht des Glases, also da ist nichts reingefallen, weil es ja natürlich mehr Schichtfenster sind. Also das macht dann schon richtig Knallbumsel. Und man sieht ja auch an dem Radom, wie das weg ist. Das ist natürlich nicht schön. Man muss natürlich auch sagen, dass es diese Vorfälle schon gab. Eine 767 von Delta, die durch den Hagel geflogen ist. Als sie von Mailand geflogen ist, ist dann in Malpensa wieder gelandet. 2018 Sichuan Airlines von Chongqing nach Lhasa in Tibet. Und da ist der Air First Officer dort, versetzt worden und natürlich gab es dann natürlich eine Decompression, weil wenn das Fenster wirklich platzt und weg ist, dann gibt es da ein Problem. Also ihr seht schon mal an den Bildern, was es für ein Problem war mit der Oscar Echo Lima Bravo Mike. Ihr seht, ich bin selber ein bisschen doof an der Stelle gewesen. Natürlich, wenn man es auf den Bildern sieht, dann weiß man die Kennung. Aber ihr wolltet natürlich von mir wissen, wie das passieren kann, dass die auf dem Radom da quasi und auf den Augen so blind waren, dass das Wetterradar das nicht gezeigt hat. Und warum ist man durch diesen Hagelschaden geflogen? Ich habe leider jetzt kein Bild von dem Wetterradar da. Ich habe zum Beispiel von einem 350er von Finnair auf dem Flug nach Tokio war das, wo sie auch Gewitterzellen ausgewichen sind. 80 Kilometer sind sie mehr geflogen, um den Gewitterzellen auszuweichen. Aber bei der Austrian war es halt wirklich so, dass da Gott sei Dank bei der 434 nicht wirklich viel passiert ist. Die Piloten mussten hart arbeiten für ihr Geld, sind ja dafür auch trainiert. Und daran seht ihr auch, dass die Ausbildung durchaus ihren Sinn hat. Und auch, ich sage es immer wieder, zwei Piloten. Zwei Piloten im Cockpit Sinn haben. Deshalb bin ich kein großer Freund vom Ein-Mann-Cockpit oder von Drohnen-Passagierflügen, nur so als Randbemerkung. Also insofern ist es so, dass die Bravo Mike zwar als OS-172 von Wien nach Hamburg flog, wo sie dann auch ankam, dann ist man dann wieder zurückgeflogen. Das ist übrigens eine 23 Jahre alte Maschine. Und ist dann als OS-176 wieder nach Wien geflogen, ist dann um 11.07 Uhr gelandet, war etwas früher, als es sein musste und ist dann nach Mallorca. Und dann ist es so, dass man in die nach Mallorca fliegen wollte und der Flug mit der OS-433 war auch problemlos. Das heißt, ohne besondere Vorkommnisse, aber wie wir ja alle, die wir gedient haben, wissen, besondere Vorkommnisse gibt es nicht. Es gibt halt nur Vorkommnisse oder halt keine Vorkommnisse. Und dann ging es weiter, dass man dann den Rückflug angetreten hat um 15.56, den Sidestick hat man dann hochgezogen, hob ab von Palma und die Reiseflughöhe waren 34.000 Fuß und waren dann also auf Flugfläche 340, macht es ganz einfach zu rechnen. Und als man dann einen langweiligen Flug hatte, komplett ist es so gewesen, dass man dann um 17.01 Uhr wieder auf 33 Fuß gegangen ist und dann weitergeflogen ist, eine Stunde, 22 Minuten nach dem Start in Mallorca ist man dann mit dem Top of Descent, also mit dem Sinkflug beginnend gewesen und um 17.18 Uhr ist es so, dass man da irgendwo zwischen Triest und Laibach die Reiseflughöhe verließ und 6 Minuten später um 17.24 Uhr, also über Kärnten, nur falls ihr es wissen wollt, bei Bleiburg war, im österreichischen Luftraum, im Sinkflug war, ist es so, dass man dann natürlich
auf den Monitor natürlich immer guckt, was da ist, was da los ist, man die Werte Gewitterzellen oder irgendwelche anderen Wetterphänomene sieht, aber man kann leider nicht alles sehen. Denn um 17.31 Uhr ist es so, dass man im Raum Hertbach bei einer Flughöhe von 20.000 Fuß, also 6.100 Metern, plötzlich den Albtraum sich vorgefunden hat. Und da war es dann wirklich so, dass der Hagel auf dieses Flugzeug bombardiert hat. Und ihr seht an den Bildern, ich gebe euch nochmal das letzte Bild, damit ihr das wirklich seht, wie krass das ist. Denn das Flugzeug fliegt ja selber mit 450 ein bisschen Knoten, das ist irgendwas über 800 Stundenkilometer, hat dann unzählige Hagelkörner auf Rumpf, Triebwerke, Kopf gekarrt. Und dann ist es halt so gewesen, dass die mehrschichtigen Kopfgeschäden Gott sei Dank nicht durchschlagen wurden und auch nicht wie in dem anderen Fall zu einer Decompression geführt haben. Aber man wurde da quasi dann blind. Zumindest ein bisschen blind auf der linken Seite mehr als auf der rechten. Man sieht da wirklich nicht mehr viel. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Und dann ist es so, dass die Besatzung wirklich dann auch eine psychische Belastung, die Besatzung bekommen hat, weil der Arbeitsaufwand relativ groß wurde. Man muss sich auf ein Instrument vertrauen, was man eh macht, aber du hast halt nicht diese visuelle Kontrolle und musst dann halt wirklich auch gucken, dass du das alles hinkriegst und hinbekommst. Und dann ist es halt wirklich so, dass die Abdeckung des Radoms, also diese Nase, wie wir es nennen, da wirklich weggeballert ist. Ich kann es nur noch mal zeigen. Also ich bin immer noch da krass von geflasht, was da passiert. Und die Hagelkörner hatten wohl eine Größe von bis zu 4 cm. Und wie es immer ist, ist es so, dass man den Sinkflug dann weitergemacht hat und wieder aus dem Unwetter rauszukommen. Auch ist es so, dass man natürlich dann einen Mayday-Call gemacht hat. Damit gab es dann wirklich absolute Prio auf den Anflug in Wien. Und Feuerwehr, Rettungsdienst und alles wurde dann alarmiert. Und 24 Minuten nachdem man das Hagelwetter durchflogen hat, sitzte man auf die Piste 1. 11, 11, 1 gibt es hier gar nicht, also auf der Piste 11 auf. Es gibt dann auch Gerüchte, wo man gesagt hat, dass das Triebwerk ausgefallen sei. Das war aber nicht so. Die Untersuchung läuft natürlich, das passiert. Aber natürlich ist das dann auch so in diesem Thema, dass man dann Folgendes macht. Und zwar, das ist dann Aviate, Navigate, Communicate. Heißt also, dass man dann in dem Fall wirklich anfängt, nur das Flugzeug zu fliegen. Dann anderes macht man nicht. Dann macht man weiter mit der Navigation. Das Gute bei dem Airbus ist halt wirklich, wenn der Flight-Computer da gefüttert ist, der fliegt automatisch weiter, wenn nichts großartig beschäftigt ist, wie irgend so ein Pitot-Rohr oder sowas, was natürlich auch ein Problem dann ist, aber solange das alles funktioniert. Und kann dann erst, kommuniziert man das Ganze. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Kommunikation zwischen Cockpit und Passagieren war und der Kabine. Ich glaube schon, dass da eine Kommunikation stattgefunden hat, aber so ist im Prinzip der Ablauf. Man hat es einfach nicht gesehen, weil man auch nicht alles sieht. Deshalb kommt es ja auch zu solchen Clean Air Turbulences, die man da hat, wo man sich nicht darauf vorbereiten kann. Man kann dann nur sich darauf verlassen, dass zum Beispiel ein Flugzeug, was vorher durchgeflogen ist, das dann gemeldet hat und gesagt hat, hey, hier, aufpassen und Warschau. Aber da gibt es halt dann keinen Verlass, was da passiert, weil das kann sich weiter bewegen, das kann woanders sein. Und deshalb haben wir auch meistens das so, dass die Fluggesellschaften in solchen Fällen ja dann das Anschnallzeichen anmachen oder die Piloten in dem Fall, wir uns hinsetzen müssen, aber es passiert eine halbe Stunde lang nichts. Warum? Einmal, weil man umwärts geflogen ist, weil man drumherum geflogen ist, was die vorher gemeldet haben, die Flugzeuge, aber auch auf der anderen Seite ist es so, dass man vielleicht nicht nur Glück gehabt hat, sondern Gott sei Dank das nicht erwischt hat. Also insofern deshalb immer dran denken, angeschnallt bleiben ist immer am besten. Ich habe ja jetzt öfters über solche Themen berichtet und gesprochen. Deshalb habe ich nur eine Frage des Tages heute für euch. Und die Frage des Tages ist relativ einfach. Was für Vorfälle hattet ihr schon als Passagiere im Flugzeug? Was habt ihr schon mitgemacht? Gab es bei euch Hagelschaden? Gab es bei euch irgendwie ein Go-Around? Was gab es da an Themen, die für euch da in irgendeiner Art und Weise außerhalb der Norm sind? Oder wie heißt es hier, besondere Vorkommnisse sind. Bin mal gespannt, kommentiert unten schön brav. Jetzt, nachdem wir das Thema
so in extenso durchgesprochen haben, können wir uns natürlich auch das Thema Hamburg nochmal anschauen. Und da ist es wieder so gewesen, dass da jemand am gestrigen Sonntag mal locker flockig über den Flughafen, über das Vorfeld spaziert ist, der Flughafen 20 Minuten geschlossen werden musste und man geguckt hat, wie man die Person kriegt. Also es gab keine Gefahr für die Luftsicherheit. Warum sich die Person auf dem Vorfeld aufgehalten hat, war zunächst nicht bekannt. Also auch hier wieder einfach nur verirrte Menschen, die verwirrt und verirrt sind. Und warum passiert das am Flughafen in Hamburg? Und vor allem, wie kannst du in Hamburg auf dem Flughafen so einfach dahin kommen? Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass da jemand vor sich hin wackelt und da dann lustig ist und einfach mal den Flugverkehr stoppt. Also das waren jetzt ja Gott sei Dank keine Klimaaktivisten oder sonstige Bekloppte, sondern das, ich weiß nicht, was es war, aber für mich macht das keinen Sinn. Ich gehe am Flughafen auch nicht aus irgendeiner Tür raus, die als Notausgang tituliert ist, weil ich denke, ach, das ist eine Abkürzung oder sowas. Das Einzige, was ich mal vergleichbar hatte, war, wir waren in München, wollten nach Dubai fliegen, 380er, standen auf Vorfeld, waren eher schon verspätet, weil wir ein Technical mit der Maschine hatten und die ist repariert worden. Und wir sind dann aufs Vorfeld, hatten Busboarding, was ja eh schon ein Drama ist. Und dann kam eine lustige Mitteilung der Bundesgrenzschutz, war es noch Bundesgrenzschutz? Nee, Bundespolizei, ich weiß gar nicht mehr, ob es noch Brigade ist zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall Bundespolizei. Wir müssen aus dem Flugzeug wieder alle raus, alle durch eine Sicherheitskontrolle gehen, weil eine Maschine aus Istanbul da quasi aus dem Non-Schengen in den Schengen-Bereich gelatscht ist, ohne Kontrolle. Jupp. Und da hat man halt kontrolliert, ob unsere Busse, die uns dann zum Flieger gebracht haben, clean waren oder nicht. Und da hat man festgestellt, nee, unsere Busse waren alle schon weg, nachdem der Vorfall war. Wir konnten losfliegen, aber 600 Leute zu deboarden und zu boarden, das ist bei einem A380er Stundenarbeit. Stunden. Ohne Gate, ohne alles, nur mit Bus hin und her kam. Also insofern, da war das mein einziger Vorfall, wo ich mal mitbekommen habe, dass Leute dann falschen Ausgang genommen haben. Oder die andere Geschichte natürlich, wo die Leute weggerannt sind von der Sicherheitskontrolle. Aber das ist ja nicht Vorfeld. Also das heißt, wie kommst du aufs Vorfeld, ohne Alarm zu schlagen? Wir hatten, war auch Dubai. In Dubai die Türen, sobald du die Tür nicht ordentlich geschlossen hast oder die Tür auf war, alleine zum Boarding Gate, gab es Alarm. Also, auch hier von euch Geschichten, die wir hören möchten. Aber nicht aus dem Polanergarten, nur damit ihr es wisst. Wir haben dann etwas Interessantes aus dem, Indischen. Da haben wir einen Vorfall. Ich mache gerade noch ein Bild für euch, was ich euch hier bringen möchte. Und zwar, da ist ein A320neo gestartet, während ein A320neo gelandet ist. Also ihr seht das hier, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze dort sich zugetragen hat. Es gibt dazu auch Bewegtbild. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das für euch einfach ziehen kann. Nee, leider nicht. Das geht nicht so einfach. Da sieht man das Ganze. Ich kann euch das, glaube ich, so zeigen. Warte, ich gebe euch mal hier den Bildschirm aufs Auge. Dann habt ihr das hier auch. Da seht ihr das, wie das ist. Da seht ihr, wie der Flieger landet, der andere gerade startet. Und da seht ihr auch, dass es sich um die Victor Tango India Sierra Victor handelt, auf der 27 in Bombay. Und da war eine Victor Tango Romeo Tango Sierra, auch eine 23 November, die war schon für den Start quasi. Und es wurde auch kein Go-Around initiated, heißt also, das war eine relativ knappe Nummer und ich meine, es wären keine 600, 700 Meter gewesen, die dazwischen gelegen waren. Also es ist schon so, dass man natürlich sagen muss, dass das eine knappe, heiße Nummer ist. Manchmal sieht es aber auch aufgrund der Perspektive heißer aus, als es ist. Deshalb lasst uns abwarten, was es dort für Untersuchungsergebnisse gibt. Ich bin an dieser Stelle schon wieder am Ende der Sendung. Wir haben auch die 20 Minuten wieder voll. Denkt an die Frage des Tages. Die Frage des Tages, die wir haben, die ist, was habt ihr für Vorfälle schon gehabt? Und
Kanalmitgliedschaft. Nee, wartet noch mit der Kanalmitgliedschaft. Ich habe da noch Ankündigung. Stimmt ja. Aber denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Und ich freue mich auf eure Nachrichten und wenn ihr mir hier auf WhatsApp oder Telegram schreibt. Ganz wichtig. Vielleicht sollte ich die Rufnummer einfach nur noch eintragen ohne WhatsApp, damit ihr auch Telegram nutzen könnt. Das wäre FQTTV, also @FQTTV auf Telegram. Und ich bin dann jetzt einfach hier mal raus. Ja. Abspann gebe ich auf euch nochmal und dann bis morgen in Alter und Frische. Also bis dann, ciao. Thank you.